Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich stehe hier gerade vom Vintech Store in Wels, habe mir diese wunderschönen Handschuhe ausgeborgt oder mehr oder weniger bekommen. Für Werbezwecke, also richtig mega cool. Also ein richtig großes Dankeschön geht nochmal raus an Vintex. Wenn ihr irgendwelche Klamotten braucht oder was auch immer, ihr kriegt hier die beste Beratung ohne Scheiß. Also das ist auch wirklich kein Product Placement oder so, aber ihr kriegt hier Top-Beratung. Was ist mit dem Auto los, Digga? Das sieht nicht gut aus. Top-Beratung, wirklich alles mega top. Und die haben jetzt diese Winterhandschuhe gesponsert. Und Digga, die sind so schön warm, Alter. Das ist kein Vergleich zu meinen anderen Sommerhandschuhen. Alter, was raucht der, Digga? The fuck? Alles klar. Auf jeden Fall mega, mega Dankeschön an Vintex geht raus. Für die Winterhandschuhe, die sind sowas von warm. Die sind luftundurchlässig, die sind wasserdicht, die sind warm. Mega geil, also wirklich großes Dank. Boah, das stinkt. Digga, was... Digga, was ist mit dem Auto los, Alter? Ja, egal. Mega großes Dankeschön geht raus an... Boah, Digga, ist das ungewohnt mit so dicken Handschuhen, Alter. Ach nee, mein Visier ist wieder so kacke. Boah, jetzt geht's. Mega großes Dankeschön an Vintex. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Klamotten braucht, Handschuhe, whatever, schaut mal da vorbei, wenn ihr aus Österreich in der Nähe seid. Die haben auch einen Online-Store, also könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ja, die liefern auch nach Deutschland und so, also einfach vorbeigucken. Sind in der Beschreibung verlinkt und mega, 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 mega Dankeschön für die Handschuhe. Mega Dankeschön. Die sind so extrem warm, das kann man gar nicht vergleichen mit den Sommerhandschuhen. Also bei den Sommerhandschuhen, da habe ich nach einem Kilometer sterben dir da die Hände ab, weil es einfach so kalt ist. Und es ist so geil, hier kommt keine Luft durch. Das ist mega cool, also die haben sich hier so Lüftungsschlitze oder whatever, was das ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist luftundurchlässig, warm, dick, wasserfest, so geil, ey. Ich freue mich gerade wie ein kleines Kind, ohne Witz. Es gibt nichts Schlimmeres, als beim Motorradfahren kalte Hände zu haben. Ich meine, Oberkörper wird einem nicht so schnell kalt, aber meine Handschuhe, also bei den Händen und bei den Füßen, da wird der so schnell kalt einfach. Und was wird das jetzt hier, Alter? Ja, auf jeden Fall, ich komme wahrscheinlich morgen oder die nächsten Tage nochmal vorbei und hole mir dann komplettes Textilgewand. Dazu werde ich dann auch nochmal ein Review machen zu dem Gewand. Nicht wegen Product Placement, sondern weil ich es euch einfach zeigen möchte. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt schon mal in die Kommentare. Auf jeden Fall werde ich dann auch noch Gewand vorstellen, was ich mir kaufen werde von dort. Also Textilgewand und Textilhose in Kombination luftundurchlässig, warmes Thermofutter und regenfest. Also da kommt auch kein Wasser rein. Das werde ich mir jetzt auch nochmal gönnen. Das kostet zwar noch ein bisschen Geld, aber ja, mal schauen. Ne? Also wie gesagt, nochmal großes Dankeschön an Vintex. Und ich freue mich, nächstes Jahr mit denen richtig viel zusammenzuarbeiten. Da wird es dann bald mal Autogramme bei ihnen geben, wo ihr dann immer, wenn ihr dort was kauft, ein Autogramm von mir dazu bekommt und so weiter und so fort. Also da habe ich schon ein paar Ideen für nächstes Jahr, wie wir zusammenarbeiten können, wenn sie möchten natürlich. Sie nur Lust drauf haben. Und ja. Ey, das ist so geil mit den Handschuhen. Ah, ich freue mich gerade wie ein kleines Kind. Das ist unglaublich. Ey, die sind so geil warm. Das einzige Problem ist, man muss sich erstmal ein bisschen an die gewöhnen. Von der Dicke her einfach. Ja, ist alles ein bisschen klobiger so, ne? Einfach alles viel dicker. Muss man sich erstmal fett dran gewöhnen. Ansonsten
Mega, mega nett. Was mit Gas? Ja, das Gas geht eigentlich. Es ist eher so die Kupplung und Bremse und so. Die was ein bisschen Gefühl erfordert. Also in der Stadt kein Problem mit den Dingern, wirklich. Mal gucken später noch, wie es auf der Landstraße aussieht, aber ich denke mal, das wird auch kein Problem werden. Und ich habe die Handschuhe hier bei meiner Jacke eingeklemmt, Digga. Ich fühle mich wie so ein fetter Sack einfach nur. Ja, ich werde mir morgen auf jeden Fall die anderen Klamotten noch holen. Ist quasi so ein kleines Weihnachtsgeschenk an mich selber. Ist auf jeden Fall gut investiert, die Kohle. Ein ordentliches Gewand, das man auch im Winter fahren kann und so. Das bockt sich dann schon. Mal gucken, ob wir jetzt wieder Abonnenten sehen, weil hier sind die ganze Zeit irgendwelche Abonnenten. Aber ob ich die... Ja, die Szeneanlage kann man sogar auch noch bedienen. Also Szeneanlage. Ich meine, das Scala Rider, das Intercom, mit dem ich immer Musik höre und so, kann man auf jeden Fall auch noch die Tasten bedienen. Also das ist gut auf jeden Fall. Die Maschine macht irgendwie immer ein komisches Geräusch, wenn man die hochdreht. Das ist voll komisch, Alter. Also wenn die richtig bei hoher Drehzahl läuft, ist die macht die irgendein komisches Geräusch. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ja. Aktuell haben wir den 21. November 2016. Oder den 22. weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt nur noch, glaube ich, schon unter 10 Grad. Aber die Handschuhe, die sind so geil warm, ey. Das kann man einfach nicht vergleichen mit den anderen Handschuhen. Und generell, wenn du warme Handschuhe hast, noch einen Nierengurt und so, dann ist sie eigentlich fast nicht mehr kalt. Also suche ich mir morgen noch die anderen Klamotten und dann ist mir gar nicht mehr kalt. Dann kann ich wirklich auch bei Minusgraden fahren wahrscheinlich. Na, liebe Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen nach oben. Und ja, nächstes Jahr wird es richtig geile Kooperationen geben. Ich freue mich schon richtig drauf. Und schaut nochmal bei Vintex vorbei, was die so im Angebot haben. Mega korrekt auf jeden Fall. Nochmal riesengroße Shoutout an denen. Und ja, oha. Würde ich sagen, haut rein, liebe Leute, habt einen schönen Tag, genießt den Winter. Ich werde ihn jetzt genießen, Alter, so richtig, Mann. Es ist mir nicht mehr kalt, oh, so geil. Tja, haut rein, wir sehen uns.